Die Frage bei Fluffy Unicorns ist. Ach, alles für einen Dackel. Why they dancing on rainbows? Alles für einen Dackel. Alles für die pink fluffy unicorns, they dancing on rainbows. Sio, hast du heute irgendwas zu dir genommen, was vielleicht nicht ganz so gut wird? Du machst mir so ein bisschen Angst. Ja, ich bin heute mal... Ich und weil Daria es auch macht. Ich Gruppenzwang. Ja, guck mal, Gruppenzwang, das ist mein... Ich kann dem ja auch widerstehen, also kannst du das auch. Sei stark. Nein. Ich will nicht. Das ist die beste Aussage. Du musst stark sein. Ich mach das für mich und nicht für sie. Aber auch ein kleiner Teil für mich, oder? Zuerst war es Gruppenzwang, dann war es die pure Freude daran, dich leiden zu sehen. Ja, und ich hab dünne Beine. Warte mal. Es hieß doch vorhin, Kanalpunkte für Kaya mobben, ne? Oder Kaya soll leiden, oder wie war das nochmal? Ja, das, Kaya leiden. Also Kaya leiden. Das vergessen wir mal wieder. Lass ganz Kaya schnell. Leiden. Kaya leiden. Lass Kaya leiden. Hallo, hab ich auch. Aber haben wir Mitspracherecht? Lass Kaya leiden. Hallo. Hast du den Schatz? Hallo. Hallo. Was? Jetzt sind die Red Bull-Werbung, wo wir da am Schwanz und Damm. Hallo, hast du den Schatz? Hallo. So, ich hab's drin. Ich kenne die Werbung, aber was hat das damit zu tun? Keine Ahnung, was hat das damit nicht zu tun? Okay, sprich zu der Hand, denn das Gesicht gehört dir nicht mehr. Ach, geh nach Hause, Mann. Ich geh nach Hause. So. Du bist doch schon zu Hause. Ach, weißt du doch gar nicht. Okay, ich geh davon aus. Ja, okay, du hast recht. Leute, wir haben uns einen Einheitslook zugelegt. Das ganze Team hat einfach nur rote... Scheiße, ja! Aber was und schon wir, was? Da habe ich leider mit dem Charakter noch nicht. Und wir haben einen Russen. Ja. We speak no Russian. Ich werde immer für negative Beispiele angezogen. Luft anhalten, dicken Baggang machen und grimmig guck. Oh nein, Dadl. Nein. Nein. Du wirst doch für positive Sio? Beispiele reingezogen. We don't understand Russian, das meine ich damit. So, ja, nee, das verstehe ich auch nicht. Oder vielleicht war es auch eine Anspielung auf Call of Duty. Okay, in den Teilen bin ich nicht bewandt, da kann ich nichts zu sagen. Call of Duty? Es gibt eine Call of Duty-Version, die heißt No Russian. Ah. Also kein Russisch. Okay. Gut, wusste ich nicht. Ich habe ein einziges Call of Duty gespielt und ich weiß nicht welches. Ich habe Modern Warfare 2. Ich habe irgendeins mit, ich habe irgendwie eins mit dem Zweiten Weltkrieg gespielt. Hallo? Okay, ja, mal. Hallo. Okay, dann war es wahrscheinlich Call of Duty 2. Oder 1. Oder World at War. Ich glaube, das sind so die einzigen Call of Duty, die im Zweiten Weltkrieg spielen. Ich habe mir das eigentlich nur gehört, weil ich es mit meinem Bruder gezockt habe. Es war auf jeden Fall auf der PS4 und ich habe es von PSN geschenkt gekriegt. Okay, dann ist es World War II. Ah. Weil ich dachte, du kennst ja den ganzen Spiele, Altaria, die du aber hast. Aber ich kenne Call of Duty nicht. Call of Duty. Tatsächlich, ich habe einfach nur nach einem Call of Duty, aus denen, die ich da ja geschenkt gekriegt habe, rausgesucht, welches man davon alleine spielen kann. Habe das installiert, habe geguckt, okay, kriege ich es hin, kriege ich es nicht hin. Habe gesehen, oh geil, ich bin doch gar nicht so schlecht im Ballern. Und habe es dann eine ganze Weile gezockt. Ja, also ganz, ganz, ganz ehrlich, so bei Shootern bevorzuge ich Maus und Tastatur. Ja, also, ich auch. Mit Controller bin ich so schlecht. Also tatsächlich, da habe ich es hingekriegt. Ey, Kaio! Renn nicht weg. Hey, was läuft? Na, Annemarie, alles gut? Oh, das hätte ich jetzt nicht sagen sollen. Ja, jetzt ist sie beleidigt. Ja, ich glaube auch. Ich habe doch nur Annemarie gesagt. Ja, du brauchst mir nicht... Ich sag mal... Das böse A-Wort. Jetzt geh mir... Sag mal, hörst du... Oh, weißt du was? Ich geh hier einfach durchs Fenster. So. Tschüss. Durchs Fenster, yo. Ja, wenn du mich beleidigst. Ich hab dich nicht beleidigt. Wir haben, glaube ich, die Seuche, oder? Oh, nee, nicht Corona. Oder was? Wieso ist da so ein gelber Balken? Da müssten ja eigentlich auch diese Dings sein, diese Brunnen. Ja, bei Corona müssten eigentlich die Brunnen sein. Ja toll, sie ist genau da. Genau da. Sie ist genau da. Right there, bro. Verdammte Scheiße. Ah, Schnitzel! Oh ja, Schnitzel habe ich gerade auf meinem Baguette drauf. Yummy.
wie ein yummy, Schnitzel-Baguette. Yummy, yummy, I got love in my tummy. And nein. I feel like I'm loving you. Nein. Ich was? Gehe, ohne Scheiß, ich gehe. Ist kein Problem. Geht dir gerade Dario auf die Nerven, oder was? Ja. Und das ohne dass Kanalpunkte dafür eingelöst wurden. Ich hab das natürlich echt reingemacht, aber für einen einzigen Kanalpunkt. Echt jetzt? Ja, ich konnte es ja nicht nehmen lassen. Du, nein, keine Angst. Was hast du reingemacht? Ich nehme es aber nach heute wieder raus. Was denn? Kaya ärgern. Oder Kaya leiden lassen. Kaya. Ja. Welcher Gegner ist das denn jetzt eigentlich? Weiß ich nicht, irgendeine komische Frau mit einem Messer. Okay, dann ist es. Ich glaube, dass es eine Frau ist. Ich weiß es nicht genau. Es ist auch irgendjemand mit einem Messer. Es ist irgendeine Psychotussi mit einem Messer, ja. Das sagt viel. Also Aldaria. Ich habe kein Messer in der Hand. Ah, das ist. Da kommt das irgendwie. Ich lenke ihn ab. Ne, sie ist hinter mir. Na super. Das ist irgendwie The Legion. Legion. Edge-Genesung. Okay. Hat sie dich wieder aufgehangen oder was? Nee. Ich bin entkommen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich bin entkommen. Mit dem Leben. Ich mag die Silvester-Level. Ja, ich überhaupt nicht. Also ich mag das gar nicht mehr so. Ich auch nicht. Hatten wir, glaube ich, wo wir privat gezockt haben, so oft, ne? Genau wie das Maisfeld. Ja, und ich sterbe hier jedes Mal. Ich kann es nicht mehr sehen. Oh, scheiße. Oh, nee. Scheiße. Ja, allerdings. Sie wurde da hinten aufgehängt. Ich bin direkt bei ihr. Aber auch. Okay, sie ist tot. Ja, sie wurde von den Tentakeln genommen oder was das auch mal sind. Krallen. Ah, Schnitzel. Bye, bye. Wie, du auch? Nee. Also. Sie ist hinter mir. Ach so. Hinter mir her. Ah, okay, das hier ist Kaya. Ist Frau. Ja. Ja, ich habe sie eben für Sio gehalten. Ja, alter Mann, ich nicht. Wie kann man das verwechseln? Hey, ja, alter Mann. Von hinten sehen sie alle gleich aus. So, jetzt wurde ich auch aufgehangen, was soll's. Aber du, das ist das erste Mal bei dir jetzt, ne, oder? Ja, das ist das erste Mal. Bro, das da hinten ist. Okay, der Haken ist hier. Wir werden das eh verkacken, also ist nicht schlimm. Ja, natürlich verkacken wir das. Mal sehen. Das fällt jetzt auch nicht mehr so ins Gewicht. Nee. Was ist denn hier? Ah, nee, das ist nur Springen. Ich versuche, sie zu retten. Sie ist nicht bei mir. Nee, ich glaube, sie kommt hier in die Richtung. Ich bin auf dem Weg. Ich mache währenddessen mal den Dance mit den versuchen sich zu entwinden und dann sein zu lassen. Nein, das zieht dir HP. Ja. Das ja, ich nein, ich mache ja nicht ganz. Ich mache nur. Ich halte es an und dann unterbreche ich es. Rettest du ihn dann mal? Ja. Mach ich den Generator weiter. Ich rette ihn doch schon. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Ich bin hier gerade am Schleichen. Aber okay, da ist, glaube ich, in der Nähe. Da ja, ist er. Die Kuh ist hier gerade. Ja, okay, du musst sie retten. Ihn. Ich mag ihn weg. Ich kann warten. Sorry. Kein Ding. Dankeschön. Was raus muss raus. Und dann sind wir jetzt hier. Zum Glück muss man jetzt nur noch das. Oh. Rick. Du ja, musst heute jetzt mal die Leiter hämmern. Und du wurdest auch aufgehangen. Natürlich. Ziege dann noch nicht aufgehangen, dass
Diggi. Das kommt noch. Und Diggi ist jetzt auch gerade von der Dame da verfolgt. Ja. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Dang it. Wir werden alle sterben. Diggi, renn woanders. Alter, ich bin bereit. Und jetzt bin ich tot. Toll. Wir sind alle tot. Bye, bye. Ich frage mich tatsächlich, warum ich dieses Spiel eigentlich noch spiele. Das fragst du dich bei Ghost Recon Herr der Ringe und so auch. Stimmt eigentlich. Wegen uns. Was wir auch mal spielen müssen, ist Spiel des Lebens. Ach, nein. Ach so, ja, das geht. Von, nein. Nein, das geht. Ich dachte, du kommst jetzt raus. Phasmophobia, ey. Ja, Phasmophobia müssen wir auch spielen. Okay, das soll nicht. Soll witzig sein. Ja, wir haben es ja, aber. Wir haben es auch schon beide gespielt, aber wir kamen nicht klar. Ja, wir haben es angezockt. Wir haben es wirklich angezockt, nur. Ja. Und das war schon relativ unheimlich, ganz ehrlich. Also, ich habe mir da fast in die Buchsen gepinkelt. Ach, nein, eigentlich nicht. Vor allem das Geilste, ich habe ihn, hab ihn erstmal selbst sterben lassen. Und er musste das dann erstmal komplett allein machen. Weil ich aus Versehen den Geist ins Gesicht geguckt habe. Ja, genau. Ja, ich musste alleine durch. Ich wurde dann irgendwann gesagt, komm, ausmachen, dann wollen wir uns zocken. Ah, das hört sich düdelig an. Ah, ihr seid schon wieder da. Ich glaube, diesmal nehme ich nichts mit. Nee, ich auch nicht, weil ich aufgrund dessen, weil ich gar nicht mehr so viel habe. Oh, ich habe noch ganz viel. Ich habe noch 6 Werkzeugkästen, eine Taschenlampe und 2 Sanikästen. Das wollte keiner wissen. Doch. Okay. Ich glaube, wenn Sio geht, gehe ich auch. Was? Hallo, nein. Hallo. Deine Pflicht gilt noch für einige Stunden. Ja, für mich sind es immer nur 3 am Job. Alle. Ich hätte mal das Kleingedruckte lesen sollen. Ja. Yep. Für mich sitze immer nur 3 Stunden und ich und am einen Sonntag im Monat nicht frei. Mhm. Ich glaube, du sollst deinen Vertrag vielleicht. Ich such den gleich mal raus. Ja, und falls du im Kleingedruckten steht, dass du bis an dein Lebensende mir deine Seele gegeben hast. Also. Du kommst aus dem Verpacken. Ach, scheiße. Ja, ich lese das nicht. Das ist schlecht für die Augen. Aidaria. Ich habe dich vorgewarnt. Du solltest das durchlesen. Aidaria, ja. Ich glaube, du hast zu viel Soul Reaver gespielt. Nein, ich doch nicht. Wie du kannst nicht die Seele anderer Leute zu verschlingen. Doch, kann ich. Guck dir Frühschuss an. Danke. Und du bist nicht so cool wie Raziel. Punkt. Hallo? Also, da verbinde ich mir doch wohl. Das war ja eine Beleidigung höchsten Grades. Geil. Also, ich bin doch eine viel coolere Sampfote als Raziel. Also. Ich habe nicht Sampfote gesagt. Also, er ist auch keine Sampfote. Doch, ist er. Nein, ist er nicht. Doch, ist er. Raziel ist ein Fieber. Obwohl es wäre witzig, wenn Raziel dir beim Stream zusieht. Neues Design für irgendwann für ein Merch. Eine Sampfpfote, also so eine Katze im Raziel-Outfit. Oh, Schneck. Das würde sogar ankommen. Jetzt dreht sie vollkommen durch. Ich will mir auch, oder dann für ein Merch irgendwann, mal wie gesagt, okay, irgendwann. Perioda. Perioda-Merch. Perioda? Wie willst du das machen? Ja! Dann einmal so ein Schriftzug und dann so eine Katze und dann irgendwie so Perioda-mäßig. Also nicht Yoda, nicht das, was es schon alles gibt, sondern halt was anderes, was eigenes. Dafür brauche ich einen Grafiker.
ein Zeichner. Genau, das brauchst du. Und Diggi, du sollst vielleicht mal berücken. Ach, scheiße, Entschuldigung. Ich dachte, ich wäre schon... Oh, scheiße. So, letzte Runde Sio, diese Runde Kaya. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Da habe ich jetzt echt nicht dran gedacht. Ja, unglaublich. Wo habt ihr nur eure Köpfe? Ja, ich komm. Meistens auf dem Hals. Ja, du scheinbar nicht. Ach, komm. Ich hab dich auch lieb. Ich fand, ja, ich mich auch, aber ich verdränge gerade noch hier, Bingo Boffel. Bingo Boffel? Dein Vater! Und ich wundere mich, warum mir immer schlecht ist, ey. Warte kurz, dein Vater oder der... Nein, geh da bitte nicht weiter drauf ein. Gib ihr nicht noch mehr Stoff. Okay. Lass das bitte. Danke. Also Sio, es war so. Nein, das will keiner hören. Wir haben ja dann irgendwann Halloween angefangen, wir kamen ins Auenland und Kaya hat Bingo Boffin nicht gerade liebend gelernt. Und ich habe ihm dann, weil ich bin ja in Herr der Ringe Online, bin ich jetzt seine Mama. Und ich habe ihm dann offenbart, dass Bingo Boffin ist ein Hobbit, dass Bingo Boffin sein Vater ist. Und ja, deswegen mag Kaya das halt nicht ganz so, weil Kaya kommt emotional nicht ganz so mit klar. Escape beenden, Discord. Kommt emotional distance. Nicht ganz so mit klar, dass ihn sein Vater damals verlassen hat und. Oh, okay. Und dass er jetzt eine große Familie hat und dass auch noch verschiedene andere Völker mit in seiner eigenen Rasse mit drin sind. Ich hab dir vertraut! Kaya so in der Ecke heulen. Das mache ich auch gleich. Also traurig. Ja, kurz. Kann ich mehr. Was ich sagen wollte, ist, ich weiß nicht, was in der mit Bingo Boffin verwandt ist oder dass du seine Mutter bist in dem Spiel. Ich glaube, das Letztere ist irgendwie seltsamer. Ja. Warum? Wir wollten das eigentlich mal ausprobieren. Das war eigentlich ein Unfall. Ja. Ja, wollte das. Also eigentlich ist Kai ein Unfall gewesen. Ich bin ja ein Unfall, ey. Aber es ist einfach seltsam. Seltsam. Aber Mama. Oh ja, was ist denn so eine Mann? Bitte sag das nicht, okay? Das ist immer seltsam. Ja, es ist ja nur im Spiel so, nicht? Das ist einfach so. Ich schieße die Augen und sehe schon wieder das Auenland vor mir. Steht in Flammen, Hobbits rennt, brennt und schreit orientierungslos durch die Gegend. Herrlich Anblick. Das hat Daddel geschrieben. Ja, das hat Daddel geschrieben. Ja, ich weiß, geil. Endlich die Runden. Eieiei. Ich will ganz dezent davon ablenken. Weißt du, von diesem seltsamen Weg. Ja, ein ganz komisches Familienverhältnis, ich weiß. Ja, es ist sogar noch ein halber Ork bei Gaia mit drin. Sein Urgroßtante war ein Ork. Ork? Okay. Ein Ork. Dann ist das da noch, ist dann, so. Dann ist da noch ein bisschen was von Kankra mit drin, dieser Riesenspinne. Echt jetzt? Ja. Eine Riesenspinne? Ja. Warum? Okay, wie bist du auf die Idee gekommen, eine Riesenspinne einzubauen? Nur weil es keinen Sinn macht, sondern weil du Spinnen über alles hast. Also eigentlich ist der alte Wald dran schuld. Das frag ich mich ja auch. Weil wir waren im alten Wald und da haben uns die ganzen Spinnen angegriffen und dann meinte ich, oh, guck mal, oder Nachfahren deine Urgroßtante. Und dann habe ich das irgendwie weitergesponnen und ja. Lass Tante Hilda in Ruhe. Aber du mochtest Tante Hilda nicht, weil sie 8 Beine hat. Ja, und weil sie immer schlechten Kuchen gemacht hat. Aber darum geht's ja nicht. Sie war eine gute Person. Ja gut, sie kann ja nichts dafür, dass ihr Kuchen immer voller Spinnenweben war. Also wirklich, das kannst du mir nicht zum Vorwurf machen. Immer dankend abgelehnt. Das ist sehr stark an Undertale. Da gibt's auch eine Szene mit Spinnen. Und die dir Kuchen machen konnten.
Was? Jetzt echt? Ich sehe gerade, dass es Eldarien nicht gefällt. Ich renne schnell hin und trete die Flammen auf den Hobbits aus. Stampf, spring, hüpf, stampf. Unter der Erde dürfte das Feuer nicht weiter brennen. Sehr nett von Nein, dir, Daniel. Sehr ich nett. Nicht auftreten. Lass das alles verbrennen. Bitte. Bingo. So, jetzt Ich hasse Bingo Boffeln. Ich liebe Bingo Boffeln. Bingo Boffeln. Bingo Boffeln. Pink Nein, Fluffy Bingo Boffin is dancing on rainbows. Oh, es pink. Sio, das mag Bingo Boffin. Ehrlich, ich hab nichts gegen dich. Ich mag, aber ich geb dir ein Timeout. Kein Problem. Das kannst du im Stream. Ey, das kannst du bei Discord gar nicht. Ach, scheiße. Ja, dann vergiss, was ich gesagt hab. Guck mal, das Spiel geht mal besser drauf. Scheiße. Also wenn jemand den Killer sieht, bitte schreien. Ah! Nee, weil das ist nur ein Krähe. Ja, nein, würde ich auch gerade sagen. Scheiße, das war nur eine Krähe. Es ist der Scream-Typ. Warum ist er schon wieder hinter mir hinterher? Verpiss dich! Er pack dich. Geh weg! Er hat dich lieb. Das ist der Vetter von Bingo Buffin. Oh Gott. Das ist doch einfach... Dead by Bingo Buffin. Ah, nee. Diese kleine Sau. Bitte jemand mal ein Fan-Bock, bitte. Was? Oh, ich hab keinen Bock mehr, ey, ehrlich. Fanspiel. Wieso immer ich als erstes? Und ich liebe das Leben. Ich noch mal immer ich. Uch, der Generator ist ja blockiert. Wow, hä, warum waren alle außer meinem Generator blockiert? Gute Frage. Du kleiner. Boah. Okay, er campt. Oder nee, er geht weg. Nur mein Generator ist frei. Ja, ich weiß noch nicht. Bei mir leckt es natürlich gerade. Egal, ich helfe dir. Oder auch nicht. Ja, aber das ist nicht gut. Yeah. Nee, das ist nicht gut. Jetzt, du hast. Nutzt die Chance. Was soll ich denn das machen, Alter? Das hat nicht. Super geklappt. Er ist ja am besten, der ist ja wohl schneller wie ich. Na, du kleiner Pisser. Oh, ich möchte gerne so fluchen, ey, ich darf nicht. Darfst du nicht? Ich dachte, du darfst. Ja, aber ich glaube, ja, man darf doch nicht alles sagen. Selbst bei Ü18 gibt's Grenzen. Was? Also darf ich nicht, verflixte. Und natürlich hängt es bei mir jetzt. Hieß Luisen. Boah. Okay, jetzt hängt er bei uns ab. Nein! Und bei mir hängt. Hass! Hass! Wieso? Oh ja. Ist er immer noch bei dir, Sio? Ja, jetzt geht er, glaube ich, gerade weg. Ich ziehe ihn selber. Er geht weg. Nee, er hängt immer noch bei mir rum. Okay. So, das ist das letzte Mal, dass ich in diesem DVD gespielt habe. Geh mal woanders hin. Da sind ganz böse Leute. Okay, er ist immer noch da. Okay, also ein Camper. Okay. Versuche ihn so lange hinzuhalten, wie es geht. Ja. Ich meine, zwei Generatoren haben wir ja schon mal. Hallo, ich bin tot und Sio hängt. Zwei Generatoren haben wir schon mal. Was soll das denn? Ja, ich kann Sio ja nicht retten, wenn der Keller steht. Nee, ist ja richtig. Wie soll ich das denn machen? Ich würde Sio gerne retten. Nee, aber er ist wirklich da die ganze Zeit. Mist, Idiot, ey, da. Oh, was soll's. Ich bleib erstmal. Ach, ich bleib süß. Ich bleib erstmal. Was anderes bleibt dir auch nicht übrig, ne? Hängst da erstmal so ein bisschen rum. Er hängt so ein bisschen ab. Chillt seine Base. Er chillt seine Base. Ich hänge im wahrsten Sinne des Wortes ab, auf jeden Fall. Oh yeah. Wer weiß, vielleicht schaffen es die beiden noch. Naja. Also mein Generator ist gleich fertig. Cool. Zur Zeit kann man auf jeden Fall noch schaffen. Und
Gleich wieder rausgehen. Ich hab nur Angst, dass ich... Du Kleine, wie willst du das gesehen haben, ey? Ich bin da reingeschlichen, du kleine... Blotze. Kleiner ist ein Eher. Kleine Blotze, ey. Ich weiß, der kämpft jetzt auch bei dir, oder? Ja, willst du kriegen Punkte, weil ich einen Keller hängen habe. Du kleine Blotze, ey. Du kleine, fette Blotze. Ja, ich darf das andere Wort nicht sagen. Achso, ja. Deswegen Blotze. Blotze ist nichts Verwerfliches. Blotzen darf man. So, was macht... Das steht hier. Ja, ich häng hier noch. Was willst du? Ich häng hier. Du brauchst nicht runter, Cookie. Hier ist keiner. Der hat Angst, dass du dich befreist. Klar, weil ich auch so dämlich bin und meine Kameradin... Ne? Das ist ein Gyros. Raguse. Raguse, ja. Raguse? Der sieht hier aus wie der Raguse. Die Raguse-Pampelmuse. Ja. Bing, bum, bum, bum. Aber ich werde nicht mehr... Gerade nicht mehr zu kämpfen. Das höre ich hier nicht. Na gut, das kann ja sein, dass er hochgeschaltet hat. Das ist mal ganz abgesehen, aber... Drei, rette mich nicht! Mach die Generatoren! Nein, nein, mach die Generatoren! Bist du taub? Mach die Generatoren! Mach die Generateur! Oh. Le Generateur. Le Generateur. Das hört sie doch nicht. Du hast dich verraten! Du hättest den Generator fertig machen können! Du kleine Bii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 i
Pink, Pink fluffy Unicorn, dancing on rainbows. Wollen wir hier ein bisschen Licht anschalten? Was hab ich eigentlich verbrochen, dass mir das angetan wird? Du bist du. Du lebst. Ja, das bereue ich manchmal auch. Du lebst, du fühlst, du denkst. Du bist eine Maschine. Bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Oh nein. Und ich will leben bis zum letzten Atemzug. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehlern, meiner Wut und der Euphorie. Euphorie. Bin doch keine Maschine. Ich bin Vernunft und Fantasie. Frau LP, ich lass mich die Woche krank schreiben, ne? Kein Stream. Ja, lass Kaya leiden. Juhu! Okay. bin doch keine Maschine. Ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Warte kurz. Gib mir ein K. Komm schon, jemand ein K? Ein K. Gib mir ein A. A. Gib mir ein Y. Y. Gib mir ein A. A. Und was bedeutet, was heißt das? Ich lock mich jetzt aus. Kaya. 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 Okay, jetzt muss ich es jetzt lassen. Ah ja, es glaube ich, hat sich, glaube ich, gemutet. Na, Kaya noch Bock auf Mod. Kaya ist Obelix. Ich glaube, Kaya bringt sie gerade selber um. Oh Mann, ey. Oh, das Stream ist geil. Jetzt schon. Gar nicht mehr. Lass Kaya leiden, wie geil. Ach, schön, so, ich habe mich beruhigt, glaube ich. Glaubst du? Ja, ich glaube nicht. Hak lieber nochmal nach. Was nimmt der David King? Ich bin David King. Ja, das ist er. Genau. David König. Ich kenne einen Jörg König, aber. Nein, doch. Oh, yeah. Okay, let's go. You ready for this? Okay, nein. Let's get ready to rumble. Nein, doch. Oh. Hey, Yoda. Kaya 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 Yoda. Ihr seid scheiße. Dankeschön. Ja, bitteschön. Danke. Danke, Mister. Wir suchen uns beim nächsten Stream. Der ohne mich stattfinden wird, ja. Stimmt. Nein. Du hast einen Vertrag mit dem Teufel abgeschlossen. Ach, Verträge kann man kündigen. Zum Glück Periode, da sind wir schon wieder bei der ewigen Binde. Ewig gebunden. Ein Rinn, um ihn ewig zu binden. Ein Kaya, um ihn ewig zu binden. Vielleicht schaffen wir es jetzt noch zu entkommen. Ins Dunkel zu Perioden. Ein festgehackter Erlebender. Erlebender. Wir sind kein Überlebender, wir sind Erlebender. Den Kaya ewig zu binden. Irgendwie habe ich das Gefühl, heute könnte unversichert sein. Zu leiten. Das war doch mal eine schöne Runde. Mit Kaya-Nerven. Ja, aber heute bin ich echt das Opfer, ne? Ohne Schein. Du bist das Opfer für... Hi, Leute. Hallo. Das habe ich gerade gemacht, wegen meiner Opfergabe. Die heiße rote Brühe.
Du könntest vielleicht auch auf der anderen Seite. Na, okay. Nee, geht nicht. Da ist der Baum. Ach, das bist du gar nicht. Ach, okay. Ja, dann machst du das einfach zu deinem Sammeln. Oh nein, wieso kommt das hier? Nein. Ja, lenk ihn von uns ab. Puh. Am Arsch, lenk uns euch hin. Du weißt aber, dass wir so ja, nicht gewinnen, oder? Das ist gar nicht der Arzt. Oh, da ist er. Das ist der Trapper, yo. In der welchem? Oh, echt? Wem ist er her? Nicht hinter mir. Hinter mir auch nicht. Hast ich versuche gerade. Du kriegst doch nichts auf die Reihe, ey. Wer? Der den Generator eben verkackt hat. Tja, kann ich doch nichts für. Nein, renn, lass mich in Ruhe. Truhe. Echt mal, lass Overback in Ruhe. Lass Overback back. Das ist nur 39 Zuschauer weniger als Lara Luft. Ja, Lara Luft hat aber auch gerade erst angefangen. Mir ist gerade aufgefallen, wenn wir gerade von den Zahlen reden, du hast jetzt schon 83 Folger. Ja. Respekt. 83 Leute haben mir ihre Seele verschrieben. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, aber dass Twitch so funktioniert, aber okay, wenn du das meinst. Twitch Abonnements. Nee, dennoch. Twitch Follower. Ja, Twitch Follower. Ja, mein Versprechen. In ein paar Minuten hat sie 100, dann 1000, dann 14.000. Keine Ahnung. Nee, ich glaube 3000, 4000. Ja, yeah. Wer denn? Lara Loft. Ah. Lara Loft? Lara Loft. Ja, weil, muss man nicht kennen. Weil Fotos gerade geschrieben hat, dass ich mit 39 Leute weniger habe als sie. Aber sie fängt doch gerade erst an. Wer ist Lara Loft? Eine Streamerin. Streamerin und nice. Synchronsprecherin. Ah, nice. Was, für wen synchronisiert sie? Sie hat den Frozen auf jeden Fall. Irgendjemand. Also in Eiskönigin 2. Mhm. Also und, im zweiten Teil nur. Ja. In Anführungszeichen nur. Sie hat auch noch in einigen anderen auch noch in Spielen, aber ich weiß jetzt gerade nicht in welchen. Und da ist wieder so einer, der einen liegen lässt. Okay, dann gehe ich halt. Dann gehe ich. Nun hat sie fast 400 Zuschauer. Das Stream ist noch am Startbildschirm. Ja, das geht bei ihr ganz schnell. Genauso wie bei einem Gronkh. Aber so viele Zuschauer möchte ich, glaube ich, auch. Ich glaube, damit konnte ich gar nicht handeln. Oh, hi! Du nimmst mich doch mal mit. Das ist aber nett. Ja, ich wollte den ganzen Weg nicht zu Fuß laufen, weißt du? Sehr freundlich, dass sie mich hier mithängen. Mit dir hinnehmen. Weg, weg, weg! Ja, ja, natürlich. Weg, weg, weg. Ja, scheiße! Naja, also. Bei Kaya heißt es nur: Renn in die Arme, renn in die Arme! Normalerweise bin ich unter der dauernd den Leuten in die Arme rennt. Oder vielleicht auch mal nicht, ausnahmsweise. Ach, Mann, du. Ja. Gott. Ich muss dringend Geier rechnen, dass wir keine Ruhe. Ja, da es nicht so aussieht, als wenn ich gerettet werde, kann ich das kurz machen. Achso, warte, du bist auch noch am Haken. Nö, ja, aber ich doch nicht. Komm mal. Der A ist ja hier und B hat da irgendwo sich jetzt an den Fallen aufgestellt. Ich kann. Okay, ich mache in der Zeit Sport, also lasst euch Zeit. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Nee, warte, ist das. Da ja, mach halt. Das ist, glaube ich. Ja, okay, das ist K, ja. Nee, warte, das bist du. Oh, top. Oh, und top. Komm mit. Oder ich komm mit dir. Ja, sorry, ich wollte einfach nur schnell weg, weil ich habe mich gerade wieder hingesetzt. Oh, Schnitzel, er ist in der Nähe. Ja, und er sieht mich, er weiß, wo ich bin. Du warst so schnell nochmal. So, er weiß nicht, wo ich bin. Oh doch, er weiß, wo ich bin. Schnitzel! Ah! Ach, was soll's. Das wird doch nichts wieder. Immerhin bist du noch am Leben. Noch? Also er campt auf jeden Fall nicht bei mir. Nee, er ist gerade an mir vorbeigelaufen. Gut. Ich komme gleich.
Mach das. Das wäre nett. Aber keine Eile. Ey, schön, dass mir auch jemand hilft. Danke. Warte, schaffen wir das noch? Nein, lass einfach. Ich bin nicht gleich tot. Nee, ich kann dich noch retten. Nee, lass. Ich bin durch. Ich wollte gerade hin. Okay, du stehst da. Danke. Entschuldige, ich dachte... Nee, nicht du. Nicht du. Okay, jetzt rette ich. Schnitzel. Dasselbe Problem hatte ich gerade auch. Ich bin auch in so eine Kackfalle reingetreten. Nee, ich bin nicht in eine Kackfalle reingetreten. Nicht? Wow, Schnitzel. Der Kill ist halt einfach besser als hier. Ja, er campt, glaube ich. Ja, tut er. So halb zumindest. Na, natürlich sieht er mich. Wir haben noch nicht einen einzigen Generator fertig. Falle, so, willst du mir nicht helfen? Okay, willst du mir nicht helfen? Okay, Leute, wir sind alle tot. Wieder. Ja. Was heute haben wir echt kein Glück. Doch, war sehr erfolgreich. Nein. Wieso wartest du einfach, bis du tot bist, oder was? Du damit, weißt schon, dass der... Damit... Was zum Schniggelschnuggel machst du da, Junge? Bye, bye! Lauf! Renn um dein Leben! Tue ich gerade. Und er hat mich gesehen. Nee, hat er nicht. Cool. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich rauskomme. Na, vielleicht bringt er dich ja zur Luke. Nimmt. Man weiß es ja nicht. Nee. Leider nein. Ja, Frohlust, du wiederholst dich. Leider nein. Leider nein. Wir sind leider nein. Warte kurz, nee, das macht keinen Sinn. Nein, nicht wirklich. Oh, der hat mich nicht gesehen. Hier, nimm mich. Warte, Schnitzel, what are you doing? Okay, willst du das jetzt umschmeißen oder was? Okay, cool. Ich hatte mal. Jetzt darfst du jetzt da reintreten oder was? Ach so. Warte, Schnitzel ist hier ab. Okay, jetzt hat er mich. Okay, jetzt will er mich festhaken. Wurde auch Zeit, Junge. Bye, bye. Und das ist auch das Wort des Tages oder das Wort der Stunde, denn es ist 21:03 Uhr auf meiner Uhr. Das ja, heißt, auf meiner auch. Ich bin raus, meine Damen und Herren. Jo. Alles klar schon. Sofern Bezauber noch da ist, kann ich die Belohnung einlösen. Wenn nicht, kann entweder jemand anderes einen Killer wählen oder ich gehe direkt zu Herr der Ringe über. Ja, wie gesagt, ich esse jetzt. Also bald. Okay, dann, ja, hau rein. Bevor ich irgendwas anderes mache, ja, würde ich sagen, wir sehen uns. Auf jeden Fall. Und, Aidaria war wieder, Digi war wieder eine gute Runde. Ja, denke ich auch. Oh, jetzt fängt natürlich mein Telefon an zu klingeln. Okay, bye bye. Ciao. Hau rein, ciao. Ciao. Gute Runde noch. Ja, danke. Mal gucken.